gelaufen. Aber denkst, der hätte sehr gut laufen müssen. Ich sitze auf der richtigen Seite. Also die Seite ist also der. Du meinst diese Seite? Okay. Wir ziehen hier. Ist los, auf, hau raus. Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal, das hat ja auch Lassner selbst gesagt, es sind noch nicht alle so richtig in der Bundesliga angekommen. Er hat ja nicht gesagt, es ist ein Campingwagen gefahren, muss auf der Autobahn Pause machen, zack, in die Startelf. Das hätte ich gern gehört. Findest du auch, also die brauchen vielleicht einfach noch Zeit. Das ist Gänsehaut, wenn man das eben sieht und es gibt keine zwei Meinungen. Dann wird das ein 0-0, so wie damals mit Nico Lauf. Aber der hätte sehr gut laufen müssen. Ich sitze auf der richtigen Seite. Also die Seite ist also der. Du meinst diese Seite? Okay. Wir ziehen hier. Dann schieß los, auf, hau raus. Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal, das hat ja auch Lassner selbst gesagt, es sind noch nicht alle so richtig in der Bundesliga angekommen. Er hat ja nicht gesagt, es ist ein Campingwagen gefahren, muss auf der Autobahn Pause machen, zack, in die Startelf. Das hätte ich gern gehört. Findest du auch, also die brauchen vielleicht einfach noch Zeit? Das ist Gänsehaut, wenn man das eben sieht und es gibt keine zwei Meinungen. Wenn es gut läuft, dann wird das ein 0-0, so wie damals mit Nico Lauf. Aber denkst, der hätte sehr gut laufen müssen. Ich sitze auf der richtigen Seite. Also die Seite ist auch der. Du meinst diese Seite? Okay. Wir ziehen hier. Dann schieß los, auf, hau raus. Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal, das hat ja auch Lassner selbst gesagt, es sind noch nicht alle so richtig in der Bundesliga angekommen. Er hat ja nicht gesagt, es ist ein Campingwagen gefahren, muss auf der Autobahn Pause machen, zack, in die Stadt. Das hätte ich gern gehört. Findest du auch, also die brauchen vielleicht einfach noch Zeit? Das ist Gänsehaut, wenn man das eben sieht und es gibt keine zwei Meinungen. Wenn es gut läuft, dann wird das ein 0-0, so wie damals mit Nico Lauf. Aber denkst, der hätte sehr gut laufen müssen. Ich sitze auf der richtigen Seite. Also die Seite ist auch der. Du meinst, Benzin hier. Dann schieß los, auf, hau raus. Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal, das hat ja auch Lassner selbst gesagt, es sind noch nicht alle so richtig in der Bundesliga angekommen. Er hat ja nicht gesagt, es ist ein Campingwagen gefahren, muss auf der Autobahn Pause machen, zack, in die Startelf. Das hätte ich gern gehört. Findest du auch, also die brauchen vielleicht einfach noch Zeit? Das ist Gänsehaut, wenn man das eben sieht und es gibt keine zwei Meinungen. Wenn es gut läuft, dann wird das ein 0-0, so wie damals mit Nico Lauf. Aber denkst, der hätte sehr gut laufen müssen. Ich sitze auf der richtigen Seite. Also die Seite ist auch der. Du meinst diese Seite? Okay. Wir ziehen hier. Dann schieß los. Hau raus. Axel, normalerweise sitzt auf deinem Platz hier in dieser Runde. Fan eher oder Vorstandsvorsitzender? Vielleicht eine gemeine Frage. Ich frage jetzt aber trotzdem nochmal, das hat ja auch Lassner selbst gesagt, es sind noch nicht alle so richtig in der Bundesliga angekommen. Er hat ja nicht gesagt, es ist ein Campingwagen gefahren, muss auf der Autobahn Pause machen, zack, in die Startelf. Das hätte ich gern gehört. Findest du auch, also die brauchen vielleicht einfach noch Zeit? Das ist Gänsehaut, wenn man das eben sieht und es gibt keine zwei Meinungen. Wenn es gut läuft, dann wird das ein 0-0, so wie damals mit Nico Lauf. Aber der hätte sehr gut laufen müssen. Ich sitze auf der richtigen Seite. Also die Seite ist auch der. Okay, wir ziehen hier. Dann schieß los. Da ist ja erstmal 0-2 Rückstand. Also mal so ganz formidabel mit einem Führungstor in eine entspannte 90 Minuten lange Partie zu gehen. Das schafft Eintracht Frankfurt irgendwie nicht so ganz. Die Diva liebt das Drama, sagen wir einfach mal. Empfindest du das auch so? Ja, gehört ja auch ein bisschen dazu. Also das war so das ultimative Gefühlschaos, das ein Eintracht-Fan im Prinzip sein ganzes Leben lang hat, komprimiert auf 90 Minuten. Es war das Comeback dabei, es war diese Galligkeit, diese Giftigkeit, endlich über 90 Minuten da, die wir lange vermisst haben in dieser Saison. Und das Ganze auch noch gepaart mit einem Traumfußball teilweise, mit wunderschönen Toren. Das waren für mich die aufregendsten 90 Minuten der Saison. Aha. Wie viel Gefühlschaos hat es bei dir ausgelöst? Ich muss sagen, ich war relativ ruhig, auch nach dem 0-2, weil ich habe
noch im Ohr, was mir am Abend vorher Rudi Völler gesagt hat, der gesagt hat, wir kommen einfach nicht gerne nach Frankfurt, weil wir wissen, hier gibt es irgendwie eine harte körperliche Ansprache und auf die Socken. Und es hat einen Moment gebraucht, bis wir tatsächlich wieder drin waren in dieser Giftigkeit und Galligkeit. Aber dann, die Leverkusener sind wirklich eine starke Mannschaft, aber was sie überhaupt nicht mögen, ist, wenn man ihnen unmittelbar quasi am Rock zieht. Das haben wir gut gemacht danach, da waren wir in den Zweikämpfen total präsent. Und deswegen, ich hatte eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass heute was geht. Ja, das würde ja fast sogar darauf hindeuten, dass du auch schon ein bisschen gewohnt bist, dass die Eintracht auch immer mal so einen Pieks am Anfang braucht. Oder zumindest einen Rückschlag, um dann richtig in Fahrt zu kommen. Ja, wir haben natürlich jetzt ein paar Momente schon erlebt in dieser Saison. Diese ganzen Last-Minute-Tore, wo man irgendwie niemals abschließen darf. Ich habe irgendwie gehört, der ein oder andere ist dann schon nach dem 0-2 gegangen. Das ist übrigens für Frankfurt immer ein Kardinalfehler und auch nicht unüblich. Also ich sag mal, das waren irgendwie irgendwelche Debütantenbesucher bei uns, die dann dachten irgendwie, heute gibt es ein Debakel. Das darfst du einfach nicht machen. Und ja, die Diva musste können, das Drama musste können und jeder, der bei uns Diva und Drama liebt, ist wirklich an der guten Adresse. Gut aufgehoben. Aber das Erstaunliche war ja gestern, fand ich auch, dass du irgendwann nicht mehr das Gefühl hattest, dieses Spiel könnte noch mal kippen. Also die Eintracht war so dominant. Robert Andrich, der Emotional Leader der Leverkusen, hat hinterher gesagt, die haben uns aufgefressen. Und das war genau das, was gestern da Tango war. In dieser Gesamtkonstellation gegen die vielleicht konterstärkste Mannschaft der Bundesliga liegst früh zurück, die sind ausgeruht, du kommst aus Istanbul Donnerstagabend, dann 90 Minuten konstant auf diesem Level, das Ding so runterzuspielen, à la Bonheur. Wirklich. Es haben nicht alle gespielt, die auch in Istanbul gespielt haben, Phil. Und einer hat uns ganz besonders begeistert. Deshalb haben wir immer gesagt, da Costa, da bleiben. Der hat auch ordentlich, um in deinem Jargon zu bleiben, am Rock gezupft gestern. Der war auf Rechtsaußen ganz gut aufgehoben. Ja, der Danny hat ein super Spiel gemacht. Und es freut mich ganz besonders, weil er eigentlich in den letzten Monaten in einem Tief war und sich da durch super Trainingsleistungen in den letzten Wochen auch rausgearbeitet hat. Und wer Danny da Costa kennt, das ist ein Riesentyp, der hat ein super Herz, der hat den richtigen Charakter. Und was mir natürlich besonders gefällt, ist, dass er zur richtigen Zeit jetzt in Fahrt kommt und in Form kommt. Da gibt es ja ein paar Besonderheiten in den nächsten Tagen. Und da, glaube ich, wird er ein sehr großes Interesse haben, das auch zu zeigen. Was lachst du, Phil? Welche Besonderheiten meint er wohl? Vielleicht das Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Übungsleiter. Ja, die zwei hatten ja eine ganz besondere Beziehung miteinander. Sollen wir die mal vorziehen? Komm. Ja. Gladbach kriegt die Hütterfreude. Das überlasse ich gleich mal dir. Dazu sowas äußere ich mich nicht. Also es geht immer nach hinten los, wenn ich das mache. Ja. Musst du auch nicht. Musst du auch nicht heute Abend. Ich glaube, es gibt tatsächlich wenig bessere Zeitpunkte, um Gladbach zu bekommen, als jetzt gerade momentan. Weil diese sportliche Entwicklung zunächst mal, die da stattfindet, kann einen überraschen, muss einen aber nicht überraschen, wenn man auch da sieht, was in Frankfurt bei Adi Hütter passiert ist. Und du hast da viele, viele Dinge momentan, die du auch in Frankfurt schon gesehen hast, die Problemzonen waren, diese fehlende Balance bei den Gladbachern zwischen Defensive und Offensive, das schlechte Verteidigen hinten, die zu vielen Gegentore, das Verteidigen von Standards, das fehlende In-Game-Coaching, dass wenn ein Matchplan nicht funktioniert, dass du wenig eingreifen kannst, sondern dass, dann so, dass das einfach so über dich hinwegrollt fast schon. Und das in Kombination mit einem gewissen Kommunikationsdefizit bei einer Mannschaft, die nicht so pflegeleicht ist wie die unsere in Frankfurt, ist eine sehr gefährliche Mischung da momentan in Mönchengladbach. Also gute Chancen für die Eintracht, willst du damit sagen? Genau das. Das erhöht ja schon wieder den Druck. Überhaupt nicht. Nein. Nee? Nein. Finde ich überhaupt nicht. Also die Eintracht kann tatsächlich, glaube ich, fast nur gewinnen, weil diese Konstellation von dem, was ich aus Mönchengladbach höre, ist das wie gemalt für die Eintracht, wenn sie so spielt wie gestern. Was hörst du denn da? Das, was ich gerade schon gesagt habe teilweise. Also es ist tatsächlich so, dass die Gladbacher Mannschaft sehr speziell ist und dass Adi Hütter es da momentan nicht schafft, die entscheidenden Spieler in dieser Mannschaft auch hinter sich zu haben. Mhm. Denn da gibt es Spieler wie Christoph Kramer, da gibt es Spieler wie Lars Stindl, die sind nicht einfach zu führen. Du hast sehr gute Spieler wie Florian Neuhaus, die aktuell momentan überhaupt keine Rolle mehr spielen in dieser Mannschaft. Dann hast du ein paar andere Jungs, die charakterlich nicht so leicht zu pflegen sind. Und diese Kombination ist wahnsinnig explosiv und momentan, von dem, was ich höre, ist es nicht so, dass diese Mannschaft bedingungslos an das glaubt, was da momentan stattfindet. Neuhaus hat sich ja auch schon zu einem früheren Zeitpunkt so ein bisschen öffentlich darüber pikiert, dass mit ihm zu wenig gesprochen wird. Phil, wenn du das jetzt so auflistest, glaubst du wirklich, trotz aller Treue, Bekenntnisse auch von Eberl, das könnte schon ein Endspiel sein am Mittwoch? Also so wie die Gladbacher sich in den letzten drei Spielen präsentiert haben, Klar. Wenn da jetzt bis Weihnachten noch zwei weitere draufkommen,
dann ist das irgendwann so. Dann ist es auch die einzige Möglichkeit, die sie da haben. Und am Ende des Tages werden vielleicht auch diese 7,5 Millionen Euro relativ schnell verdient sein, die Eintracht für Adi Hütter im Sommer bekommen hat. So, Axel, jetzt durftest du dich wirklich länger zurückhalten und Phil hat den Part übernommen. Bin ich auch sehr dankbar. Für das Mittwochspiel. Aber trotzdem auch nochmal, du musst ja gar nicht sagen, ob du das bist, aber auch die Spieler im Allgemeinen. Ist man doch gegen den Ex-Trainer nochmal so ein bisschen extra motiviert? Es hängt, glaube ich, immer auch davon ab, wie man zu dem Ex-Trainer steht und wie die Dinge sich entwickelt haben. Also in diesem Fall? Als Niko Kovac, lass mich erstmal die gute Geschichte erzählen, als Niko Kovac gegangen ist und da gab es auch Verwerfungen zum Ende, das darf man nicht vergessen, war aber das Verhältnis ungetrübt, weil es auch im Stile und im Miteinander immer Klarheiten und offene Worte gab unter uns. Deswegen hatte das nie so eine hohe Brisanz, auch wenn er bei uns am Ende seinen Job verloren hat. Damals, ihr erinnert euch, das 5:1 gegen die Bayern. Bei Adi ist natürlich ein bisschen mehr Brisanz drin, weil die Trennung jetzt auf verschiedenen Ebenen, damit meine ich gar nicht nur auf der Vorstandsebene oder Aufsichtsratsebene, sondern auch auf der Spielerebene natürlich nicht ganz geräuschlos von sich ging. Und ich glaube, es ist weniger der Tatsache geschuldet, dass er zu einem Zeitpunkt gesagt hat, ich bleibe, wo er wahrscheinlich vermeintlich sogar auch davon ausging, dass das so ist, als vielmehr, wie er danach umgegangen ist mit der nicht mehr optimalen Leistungsniveau der Mannschaft. Und ich glaube, da spielt und schwingt einiges mit Blick auf den Mittwoch. Aber ihr werdet verstehen, ich von meiner Seite aus gucke auf das, was wir einbringen können in das Spiel und was wir leisten können. Und da kann ich mich nur anschließen an das, was der Kollege Hofmeister gesagt hat. Es ist einfach so, wir müssen spielen wie gegen Leverkusen. Und es muss wehtun. Und man muss deren Spielfluss, der nämlich in dieser Top-Mannschaft da ist, den muss man unterbinden. Dann haben wir eine gute Chance zu gewinnen. Und für uns, das darf man nicht vergessen, geht es in dem Spiel auch um die Fahrkarte nach oben. Das ist total entscheidend. Für den Verlauf der Saison, sage ich, ist das ein sehr entscheidendes Spiel. Und ich kann euch sagen, auch nach dem, was ich jetzt erlebt habe, diese Mannschaft im Moment, unsere Mannschaft, hat eine gute Lockerheit. Das hast du schon gemerkt in Istanbul. Eine gute Lockerheit, das Miteinander stimmt. Das hat übrigens die ganze Saison gestimmt. Da werden wir sicherlich auch noch drüber reden. Und wenn wir mit der Fokussiertheit, aber auch dieser Lockerheit im Spielfluss reingehen in den Mittwoch in das Spiel, dann haben wir sehr gute Chancen zu gewinnen. Jetzt sagst du es schon selbst, also der Blick ist jetzt eher nach oben gerichtet. Ne? Wir haben hier vor 2 Wochen gesessen und haben gesagt, oh, jetzt soll die Eintracht auch mal wieder international denken. Das ist also schon in der Mannschaft implementiert bei euch jetzt? Wir haben es selbst in der Hand. Ich finde, das ist das Wichtigste in dieser Saison, dass du gegen Gegner, die so alle in einem Mittelfeld, in der es nicht die großen Leistungsunterschiede gibt, die Chance gibt, im direkten Vergleich dich einfach auch mal abzusetzen. Ich meine, natürlich hat uns in die Karten gespielt an der einen oder anderen Stelle, dass Fürth gegen Union Berlin überraschend gewinnt. Da rückt das Tabellenbild noch enger zusammen, gerade wenn es nach oben geht. Aber du hast, glaube ich, nur 7 oder 8 Punkte Unterschied zwischen dem Tabellensechsten und dem 16. Ja. Das war letztes Jahr anders, da lagen 13 Punkte dazwischen. Das heißt, die Chancen mit einer Serie mal reinzumarschieren in Plätze, die für uns natürlich unter vielen Gesichtspunkten sich wohltuend anfühlen, die ist groß. Und das können wir jetzt auf der Zielgerade der Saison, also der Hinrunde meine ich, noch so ausbauen, weil wir es am Anfang der Saison verpasst haben. Und darauf kommen wir gleich noch auch, was diese internationalen Plätze ja auch auf einer anderen Ebene bedeuten. Um dahin zu kommen, braucht es ja vielleicht auch wieder geniale Momente vom neuen Regisseur oder alten Regisseur, aber jetzt auflebendem Regisseur. Und wir haben mal die These aufgestellt, thank you so much, Meyer. Denn uns ist übermittelt, ich glaube, die Frankfurter Rundschau hat es erzählt, dass Cibril Sow tatsächlich von Alex Meyer ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommen hat im Innenrissschuss mit rechts. Ist das korrekt übermittelt? Also ich weiß davon nichts, ich habe das auch gelesen, aber es gibt in Deutschland aus meiner Sicht auch in den letzten Jahrzehnten keinen Spieler, der so innenrisspräzise schießen kann wie Alex Meyer. Also der darf sein Wissen auf keinen Fall mit ins Grab nehmen, das muss er an möglichst viele Spieler von uns weitergeben. Wobei ich in genug Trainingslagern war, in denen Alex Meyer regelmäßig Schusstraining gemacht hat und ich habe da genau hingeguckt und ich habe es nicht so schnell geschafft wie der Sportskamera Gibril Sow, das umzusetzen. Vielleicht sind seine Basisvoraussetzungen etwas besser als deine. Ja, möglicherweise, ja. Du kennst die Gründe, Axel. Aber Tatsache ist, weil wir gerade über Gibril Sow reden, da siehst du mal, was die Birne ausmacht im Fußball, weil Sow ist ein hochveranlagter Spieler, ein feiner Kerl obendrein, der aber lange einfach nicht diesen Glauben an sich hatte und der ganz oft, sobald er einen Ball hatte, sofort Rücken zum gegnerischen Tor und lieber keinen Fehler machen. Mhm. Und auf einmal
spielt er solche Zauberpässe wie gestern, wie wir zuletzt vom großen Uwe Bein gesehen haben. Und auf einmal schießt er solche Tore wie in den letzten beiden Spielen, weil einfach die Birne jetzt auch wieder bei dem anders läuft, weil das anders tickt und weil diese Mannschaft gerade ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt. Ja, auch schon gegen Union Berlin, das war ein richtig starkes Tor. Ja. Und jetzt eben auch gegen Istanbul, gegen Leverkusen. Was ist das für ein Typ? Ist er wirklich so sensibel? Das weiß ich nicht, ob er sensibel ist. Er ist relativ ruhig, aber ich kann nur sagen, der hat auch gute Manieren und Umgangsformen. Wir können uns ja, oder ich kann mir ja immer nur ein Bild machen, wenn wir auf Reisen sind. Da ist übrigens sind diese Europatouren wirklich gut, weil du eine Mannschaft siehst, wie die miteinander funktioniert. Und deswegen stand für mich immer außer Frage, dass wir den Bogen kriegen werden, weil es hat gestimmt, es stimmt in der Mannschaft, die geht gut miteinander um. Und der Sportsfreund Zoe ist da einfach ein positives Beispiel, wie man auch in einer Kabine im Miteinander umgehen muss. Also ich weiß gar nicht, ob er besonders schüchtern ist. Bisschen introvertiert, glaube ich, trifft es eher. Jetzt haben wir aber ja vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Zoe, einer der Torschützen gestern, wettbewerbsübergreifend, gibt es schon 14 Torschützen bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Ist das vielleicht diese neue Stärke? Also Olli Glasner hat auch gesagt, diese Unberechenbarkeit macht diese Mannschaft jetzt auch so schwierig zu spielen. Total. Also das ist genau das, was die Eintracht momentan auch ein Stück weit auszeichnet. Klar, du hast dieses extrem linkslastige in deinem Angriffsspiel, dank Philipp Kostic, aber das ist Fluch und Segen zugleich. Und solange der so performt, wie er in dieser Saison wieder performt, nimmt man das gerne in Kauf, weil es ja trotzdem immer passiert. Das ist ja so wie bei Arjen Robben früher. Du weißt genau, was passiert, du kannst aber nichts dagegen machen. Du kannst diesen Typen nicht aufhalten. Ja? Und dadurch, dass André Silva jetzt weg ist, und auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass ihr ganz dringend einen richtigen Stürmer vorne drin noch bräuchtet, weil ihr dann deutlich mehr Punkte haben würdet, als ihr jetzt habt. Aber es ist tatsächlich so, dass einfach dieses Unberechenbare die Eintracht auch ein Stück weit auszeichnet, weil einfach jetzt da Jungs in die Bresche springen, die es in der letzten Saison vielleicht noch nicht so getan haben. Inklusive auch der Innenverteidiger. Tuta trifft auf einmal, Ndika trifft auf einmal. Christian Jakic gestern auch ein schönes Tor, sein erstes Tor im Eintracht-Trikot. Und das ist aber auch, weil die alle diese Meter machen. Und da sind wir ganz schnell auch wieder beim Thema Physis. Weil wenn du siehst, wie Ndika ein paar Mal in der 5 Minuten der Nachspielzeit entweder die Bude selbst macht oder vorbereitet, oder gestern ein Jakic da vorne am Strafraum steht in der Situation, obwohl der ohnehin 12 Kilometer läuft, da musst du erstmal dann auch sein in dem Moment. Und so ist übrigens auch ein Beispiel, hat die zweitmeisten gelaufenen Kilometer in dieser Saison in der Bundesliga. Und die Mannschaft gestern 7 Kilometer mehr als Leverkusen. Sieben. Dabei war die ja eigentlich ausgeruhter, also die Leverkusener Mannschaft. Magst du da noch was zurückgeben, von wegen, sie brauchen Stürmer? Ich höre ja immer diese Forderung nach dem Stürmer. Also aus den Erfahrungen der letzten Jahre weiß ich, dass es wirklich gut ist, den Spielern eine gewisse Zeit zu lassen, anzukommen. Ich weiß, das entzündet sich ja jetzt immer schnell an Sam Lammers. Und natürlich hat der noch nicht das gezeigt, was wir glauben, was er drauf hat. Aber das haben andere vorher auch nicht. Und ich kann mich noch an Schlagzeilen zu Sebastian Haller erinnern. Die waren wehtuend, die waren schmerzhaft. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es der HR war, die Frankfurter Rundschau, aber irgendeine habe ich da in Erinnerung, die wirklich da von einem Holzbock geschrieben haben. Und das ist schon hart manchmal, finde ich, wie in der Öffentlichkeit nach 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen Urteile abgegeben werden. Und ich persönlich glaube, man muss den Spielern ihre Chance lassen. Und dafür muss ich auch ein Spielsystem einphasen. Unser Problem war ja nicht zwingend, dass irgendwie die Stürmer nicht getroffen haben, sondern dass wir im Spielsystem noch nicht so weit waren, dass die in Szene gesetzt worden sind. Und ich glaube, dass da immer noch Meter zu machen sind und wir Luft nach oben haben. Jetzt könnte man nach dem Ergebnis gestern sagen, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Luft nach oben noch ausfüllen? Aber so funktioniert es ja nicht im Fußball. Sondern du hast Spiele, in denen du einfach aus dem System heraus auch mal einen Gegner besiegen musst, der eigentlich nominell schwächer aufgestellt ist oder besetzt ist, aber sich tief hinten reinstellt. Gestern hatten wir einen Gegner, der hat uns Luft gelassen zum Kontern, weil er selber so aufgestellt ist. Ich glaube, was wir noch hinbekommen müssen und auch hinbekommen werden, ist, dass wir, und dann ist so ein Stürmer wie Lammers in der Box entscheidend, dass wir auch gegen tiefstehende Gegner unsere Gelegenheiten bekommen. Und dann brauchst du einfach im Strafraum jemanden, der vollstrecken kann. Da muss er aber dann rein und da müssen wir auch die Bälle hinspielen. Und das war unser Problem am Anfang der Saison, dass wir zu wenig gefüttert haben. Deswegen gebt den Leuten mal Zeit, bevor jetzt gleich die nächste Frage kommt, macht ihr im Winter noch was und holt einen Stürmer. Ja, die kommt ja noch, die Frage. Ja, ich weiß, ich nehme die schon mal vorweg. Die kommt noch nicht mal von uns, die kommt hier übrigens auch aus von dem Von Tom Netz. Hegenbart, ja, genau. Machen wir nachher. Wir wollen jetzt erst einmal ein bisschen auf die Wechsel und die Veränderungen in dieser Mannschaft, aber auch natürlich im Umfeld zurückkommen. Denn das Jahr 2021 war bei Eintracht Frankfurt schon ziemlich spannend. Er macht den Anfang im Frankfurter Wechselbeben, Erfolgsvorstand Freddy Bobic.
Vor 9 Monaten der Hammer. Viele hatten gehofft, dass er diesen Satz vielleicht doch nicht sagen würde. Man war vorbereitet darauf, dass die Situation kommt, dass ich in 21 jetzt eben im Sommer den Verein verlassen werde. Bobics definitiver Abschied lässt plötzlich andere grübeln. Es war ja lange die Frage, wo geht die Reise hin? Eigentlich wollte Trainer Adi Hütter nirgendwo hinreisen, sondern in Frankfurt bleiben. Hat der Abschied von Bobic letztlich auch Hütter vertrieben? Wenn es bis zu dem Zeitpunkt dann einfach auch so ist, dass sich viele Sachen auch verändern, dann habe ich auch das Recht, dass ich mir Gedanken machen darf, wie die Zukunft auch aussieht. Wie sich die Zukunft des einstigen Eintracht-Erfolgsduos gestaltet hat, wissen wir heute. So erfolgreich wie in Frankfurt sind beide längst nicht mehr. Ja, jetzt könnte man sagen, wären sie doch besser in Frankfurt geblieben. Axel, also für die zwei wäre es vielleicht besser gewesen. Aber du hast vorhin schon angedeutet, du möchtest nicht so sehr in die Details gehen, aber es könnte sonst was nach hinten losgehen. Also irgendwas gärt da ja doch. Wie siehst du jetzt mit ein bisschen Abstand diesen Abgang von diesen beiden Personen? Ich möchte nicht so gern die Vergangenheit bemühen, weil wenn man das macht, dann geht man in viele Details und dann muss man auch einzelne Situationen wieder genau rekapitulieren, wer wann wie wo was gesagt hat. Ich will das nicht. Und ich will das schon aus einem Grund nicht, weil es gibt immer zwei Seiten der Medaille und wenn, dann muss man das irgendwie mal führen mit der zweiten Seite der Medaille auch am Tisch. Lasst uns das Thema abhaken. Lasst uns festhalten, wir hatten gute Jahre. Die waren für die Eintracht erfolgreich, sowohl was die Zusammenarbeit mit Freddy Bobic anbelangt, als auch mit Adi Hütter. Jetzt haben wir eine neue Konstellation, in der ist auch für mich viel Wind, da ist auch viel Miteinander, da ist viel gute Energie. Und ich glaube, dass sie sportlich erfolgreich sein wird. Und deswegen, jeder ist seinen Weg gegangen, es hat gerüttelt und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Da würde ich jetzt auch was ins Phrasenschwein bezahlen dafür. Aber es ist so. Und deswegen das lange hin und her zu wälzen, das können gerne andere machen. Ich möchte es nicht tun. Aber um nach vorne zu blicken, Axel, jetzt einfach wegen Mittwoch, habt ihr noch Kontakt? Schreibt man sich da irgendwie kurz oder ist da gar kein du Kontakt meinst, mehr? Adi Hütter jetzt und mit Hütter und auch Bobic. Also mit Freddy habe ich natürlich gesehen, als er hier gespielt hat. Und man muss auch sagen, da ist der Kontakt auch irgendwie gut. Wir sehen uns ja auf den DFL-Sitzungen. Also da gibt es auch nichts, was zurückgeblieben ist. Jetzt zum Adi habe ich nichts zu schreiben. Ich finde zunächst mal muss man sagen, die Arbeit von Freddy Bobic bei der Hertha können wir alle noch gar nicht beurteilen. Weil das ist was Langfristiges, über viele Jahre angelegt. Da müssen wir abwarten, was da passiert. Und ein schwieriges Umfeld, ne? Auch das, ja. Deutlich schwieriger als hier auch die Voraussetzungen. Ja, in einem Umfeld, wo viel erwartet wird, wo du nichts aufbaust, sondern wo du tatsächlich in ein Level reinkommst, auf dem du was draufpacken musst. Und das andere ist ja so, auch das ist übrigens wieder ein Ausdruck der Gesamtkonstellation, während in Frankfurt dieses Thema mit Adi Hütter, wie gerade von Axel ja auch dokumentiert, relativ klein gehalten wird, war es jetzt ja Adi Hütter, der letzte Woche wieder sehr offensiv ein Interview gegeben hat und das Ganze nochmal wieder rausgeholt hat. Und indem er übrigens auch mehr als deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er noch immer nicht verstanden hat, worum es damals eigentlich ging. Weil er bezieht sich immer wieder auf diese zwei Wörter, die er gesagt hat, damals bei seinem öffentlichen Auftritt, ich bleibe, die er im Sinne des Vereins in der Situation gesagt hat, um keine zusätzliche Unruhe reinzubringen in den Verein, in die Mannschaft, was richtig war zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. Denn die Spiele danach unmittelbar, die wurden noch gewonnen. Was er nicht versteht, ist, dass die Leute ihm nicht das verübeln, sondern all das, was danach passiert ist. Mit teils respektlosen, wie ich finde, Äußerungen, nicht nur gegenüber der Mannschaft, sondern auch gegenüber dem gesamten Umfeld. Stichwort, nur die Farben ändern sich. Mhm. Bis hin zu der Tatsache, dass er es nicht geschafft hat, seine persönliche Zukunft dem Gesamtwohl des Vereins unterzuordnen und mit dieser Mannschaft, mit einer funktionierenden Mannschaft, das Saisonziel, das sportliche Saisonziel zu erreichen. Adi Hütter ging es nur um Adi Hütter und wie man das anders machen kann, ganz anders und deutlich besser, hat sein Nachfolger übrigens in Wolfsburg gewiesen. Mhm. Das war stilvoll und das war fachlich große Klasse. Und da habt ihr einen großen Fang gemacht, kann man das sagen? Also da hast du eben schon angedeutet, da ist eine andere Art der Kommunikation. Das hat man Olli Glasner ja auch nicht so wirklich zugetraut. Und Krösche war auch eher so verschrien als der kühle Rechner und der so keinen emotionalen Zugang findet. Das scheint aber ganz anders zu sein, oder? Also zu beiden, sowohl Krösche als auch Glasner, kann ich im Umgang nur das Beste sagen. Und man muss immer sehen, professionell zusammenarbeiten kann man mit vielen, konnte man auch sehr gut mit Freddy, der hat einen anderen Stil und der Trainer Hütter hat eine andere Philosophie als der Trainer Glasner. Aber ihr müsst noch mal die Situation sehen, die wir 3 Jahre lang erlebt haben. Wir sind jedes Mal, wenn man so will, die Corona-Saison nehme ich mal aus,
hinten immer schlechter geworden zum Ende einer Saison. Und dafür gibt es Gründe und gibt es Ursachen. Die habt ihr ja auch in euren Sendungen ausführlich diskutiert. Da hat der eine mal gesagt, das ist eine ausgequetschte Zitrone. Und der andere hat gesagt, da sind wir taktisch nicht variabel gewesen. Das überlasse ich dem Beobachter, das zu beurteilen. Unser Ziel, auch in der Kombination mit Markus Krösche und mit Oliver Glasner, ist, dass eine Mannschaft stabil, systemisch guten Fußball spielt und damit einen gewissen Erfolg über eine gesamte Saison schaffen kann. Und jetzt haben wir gesehen, wir haben am Anfang Riesenprobleme gehabt, aber meine Hoffnung ist gerade jetzt mit Blick auf die ersten 8, 9 Wochen, wo wir ja keine Dreifachbelastung oder englische Wochenbelastung haben, dass sich diese Automatismen weiter einspielen. Und taktisch, fußballtaktisch, habe ich schon noch mal mehr gelernt oder jetzt mitbekommen und verstehe Dinge viel besser in der Kombination von Markus und von Oliver. Und das ist keine Kritik an den Vorgängern, sondern das ist eine Feststellung. Alles andere, was da so quasi dann mitschwingt, auch möglicherweise bei dem einen oder anderen aus der Mannschaft, der vielleicht nicht so zum Zuge gekommen ist und was man ja auch dann mal so hört und sieht, das wird sich dann sicherlich auch noch mal ausdrücken auf dem Platz am Mittwoch. Aber damit will ich es dann auch quasi in der Bewertung bewenden lassen. Das klingt ja alles sehr, sehr gut, Axel. Und wir haben es eben schon gesagt, das Spiel am Mittwoch ist nicht nur auf einer persönlichen Ebene ein besonderes, sondern auch was die Tabellenregion betrifft. Wir haben als These jetzt einfach mal genommen, Eintracht Frankfurt braucht Europa. Allein, das ist dein Metier, auch finanziell. Wie wichtig sind diese Einnahmen? Sie sind sehr wichtig. Wir laufen auch in diesem Jahr in eine wirklich kritische Situation. Jetzt, nachdem wir auch wissen, wir haben wieder Einschränkungen im Betrieb und wir können nur weniger Zuschauer oder nur wenige Zuschauer willkommen heißen, das wird für uns ein ganz heißer Ritt bis zum Saisonende, weil neben den etwa 60, 70 Millionen, die wir in den letzten knapp 2 Jahren bereits verloren haben, also wir reden von operativem Verlust, wir reden nicht von Umsatz, den wir nicht gemacht haben, sondern echtem Verlust, kann es noch mal sein, dass vielleicht noch mal 20 Millionen operativer Verlust in dieser Saison dazukommen. Und dann hat uns Corona 100 Millionen gekostet. Also inklusive des Eigenkapitals, das wir in den guten Jahren aufgebaut haben, sind wir dann relativ nah an der Nulllinie, was das Eigenkapital anbelangt. Kannst du uns noch mal kurz erläutern, wie diese unglaubliche Summe an Verlust zustande kommt? Weil ich erinnere mich an die Sendung, die mit Peter Fischer lief, kurz bevor oder gerade als die Pandemie anfing. Da hat er gesagt, ich glaube, 8 bis 10% würden alleine nur die Zuschauereinnahmen ausmachen im Gesamtbudget. Also das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber es schlägt insgesamt dann ja noch in zweiter und dritter Reihe zu. Sind nicht nur die Einnahmen durch die Zuschauer, sondern das hat auch Auswirkungen natürlich auf die Sponsoren und die Sponsoringverträge, wenn du keine Zuschauer oder nur wenige im Stadion hast. Wichtig für uns sind auch nicht nur die normalen Ticketeinnahmen in den Stehplätzen, sondern im Hospitality-Bereich, also im Business-Bereich. Das macht für uns eine Menge Holz aus über die Saison. Und dann darf man nicht vergessen, sind auch die Fernseheinnahmen auch international durch Corona zurückgegangen. Das ist eine Melange, die sich für uns, ich will nicht sagen existenzbedrohend, weil dafür haben wir frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und gegengesteuert. Wir haben schon auch ein Sparprogramm aufgelegt, also ganz klar von Gehaltsverzicht bei den Profis, bei den Mitarbeitern bis hin zu Maßnahmen, die wir machen wollten, die wir nicht gemacht haben, einfach Einsparungen vorgenommen. Wir haben auch frühzeitig um Liquidität gekümmert bei Banken und Partnern, damit wir ausreichend durchfinanziert sind. Und ich bin sehr froh, dass wir sowohl die Stadionübernahme als auch den Bau des Proficamps vorher durchgehoben haben, weil das wäre heute fast gar nicht mehr darstellbar. Es belastet uns jetzt nicht in der Gegenwart. Also immer das, was auch gerne da der ein oder andere kolportiert, jetzt haben sie da ein Riesengebäude hingestellt, dafür können wir den Stürmer nicht holen, ist dummes Zeug, weil das ist sauber durchfinanziert und hat auch jetzt keine Auswirkung auf das laufende Geschäft. Aber man muss natürlich sehen, wir sind größer geworden, wir sind gewachsen. Wenn die These ist, Eintracht Frankfurt braucht Europa, dann war es auch davor so, Europa hat ein bisschen die Eintracht gebraucht, das war eine Wechselbeziehung. Wir haben was für den Wettbewerb getan, der Wettbewerb hat uns was getan. Wir haben wirtschaftlich davon profitiert, der Verein ist brutal gewachsen, 96.000 Mitglieder, eine ganz andere Wahrnehmung. Und wir waren eigentlich eher noch auf dem Sprung, den nächsten Schritt noch zu machen. Also ich will jetzt nicht von der Champions League reden, das war jetzt tabellarisch so. Aber wir wären ganz sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter marschiert, auch was unsere Leistungsstärke, wirtschaftliche Leistungsstärke anbelangt. Weil, und das muss immer jeder verstehen, unser Geld kommt von den Menschen. Ob in den Menschen auf den Stehrängen, im Businessbereich oder bei den Sponsoren. Wir haben 800 Unternehmen, die uns unterstützen. 800 Sponsoren, da gibt es in der Liga
wenig Vereine, die mehr haben. Und du wächst sozusagen mit dieser Wucht der Basis. Aber du wirst eben auch, wenn die Basis nicht kommen kann oder nicht so teilhaben kann, von dem Verlust daraus in die Tiefe gerissen. Und ich glaube, neben uns gibt es sicherlich noch Dortmund, den VfB Stuttgart, also die Vereine, die ähnlich angewiesen sind auf ihre breite Basis. Und sonst fällt mir keiner ein, der so stark unter der Corona-Krise leidet wie wir. Und hätten wir nicht das Polster aus den guten Jahren, dann gute Nacht, Marie. Also Frankfurt braucht Europa und es ist ja auch nicht mehr so, dass wir jetzt dastehen. Wir erinnern uns mal 10, 20 Jahre zurück. Da haben wir nicht über Europa gesprochen. Also das ist ja jetzt schon fast gangbar, dass man einfach sagt, ja gut, also die Eintracht ist immer relativ nah dran. Wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen hier gesessen und da haben wir alle uns eher mit den unteren Tabellenregionen auseinandergesetzt. Aber das ist völlig realistisch, oder? Auch jetzt nach diesem Spiel oder nach dieser Entwicklung? Ja, man merkt es ja auch als Reporter, als Berichterstatter manchmal, weil früher war das noch in der ersten Saison nach dem Pokalsieg, weil jeder Donnerstag war ein Festtag, was auch im Stadion los war. Du weißt es selber, das war eine unfassbare Eigendynamik, eine akustische, die da auch sich abgespielt hat. Und inzwischen ist es ja auch bei uns so, dass wir sagen, okay, wann haben wir jetzt die 6 Donnerstage, wo Europa League ist, jetzt in dem Herbst? Klar, also ne, man hat sich im positiven Sinne daran gewöhnt. Die Eintracht ist eine Hausnummer, national auch. Und deswegen ist genau das, was Axel gerade gesagt hat, nämlich, dass die Eintracht genau auf dem Sprung war, da oben rein und das jetzt erstmal nicht geschafft hat, sorgt aus genau diesen Gründen auch für durchaus ein bisschen Häme, was ich so mitbekomme, bei manch anderem Bundesliga-Club, die nicht so gut gearbeitet haben, die nicht diese Eigendynamik entwickelt haben in den letzten Jahren, weil die sagen, oh, was ein Glück, weil die Eintracht wäre das nächste Borussia Mönchengladbach gewesen, der nächste Traditionsclub, der da oben reinschießt, während wir es noch immer nicht gebacken bekommen, sondern eher in die andere Richtung gehen. Ja, aber lass mich da nochmal auch einen Satz zu sagen. Ich habe die Häme auch an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, weil wir sind natürlich auch nicht nur im Fanblock, sondern auch bei uns in der Führungsmannschaft. Wir sind auch natürlich offensiv damit umgegangen, weil wir auch Ziele mal formuliert haben und Ambitionen. Und ich glaube immer noch, dass es gut einem Club zu Gesicht steht, wenn der Ziele und Ambitionen formuliert, um dann auch in die Richtung zu arbeiten. Aber eins kann ich auch allen versprechen. Ich meine, wir sind 2017 auch aus so einer Position irgendwann mal durchgestartet. Jetzt sind wir auf einem ähnlichen Niveau wieder, wie 2017, 18. Wir werden auch wieder angreifen. Also ist es jetzt nicht so, dass bei uns jetzt hier so der graue Schleier sich über alles legt, der nachgetrauerten Chancen. Ich sehe eher auch in so einem Anfang wieder die Möglichkeit, ein paar Dinge, auch gerade was das Sportliche anbelangt, nochmal auf Null zu stellen oder vielleicht nochmal neu zu denken, wie man sich in der Transferpolitik, wie man sich in der konzeptionellen Entwicklung, aber auch drumherum aufstellt. Also das hat immer eine Fallhöhe, aber es hat auch eine Chance. Und ich bin generell positiv denkender Mensch und so sind auch alle bei uns alle Mitarbeiter drauf fokussiert zu sagen, okay, dann fangen wir halt wieder an und dann müssen wir das Feld halt wieder von hinten aufrollen. Und das ist das, was mir in dieser Saison so gut gefällt. Ja, ich habe auch alles gelesen zum Thema Abstiegsangst, saß dann bei der Bild im Fernsehen und gesagt, ja, wechselt jetzt den Trainer und ihr habt ja schon mit dem Terzic getroffen. Da musste ich ehrlicherweise lachen. Wir haben intern wirklich eine große Ruhe gehabt. Ein paar sorgenvolle Mienen bei dem, was wir fußballerisch abgeliefert haben, waren ja klar. Kann man ja auch nicht leugnen. Aber ehrlicherweise hatten wir alle die Gewissheit, dass wir rauskommen. Und ob das jetzt am Ende ein 12. Platz ist oder ein 6., das weiß ja kein Mensch. Aber ich glaube, dass wir fußballerisch mit dieser Position und mit dieser Haltung und dem Vertrauen ins Trainerteam die Kurve gekriegt haben. Aber das Feld von hinten aufrollen, Axel, muss ja jetzt gar nicht gemacht werden. Also aktuell ist man ja gar nicht mehr ganz hinten im Feld. Das war man noch nie, aber gerade auch nicht mal mehr ja, unteres Mittelfeld. Aber den Satz hätte ich dir auch gesagt, wenn wir gegen Leverkusen verloren hätten. Ja? Insofern. Wir haben eine Fanumfrage. Wir sind gerade ja auch live auf YouTube. Und da hat die Mehrheit der mitmachenden Fans auch gesagt, zur Frage, wo landet die Eintracht am Saisonende Europa League? 34%, also die sind zuversichtlich. Und du hast es schon angekündigt, nicht dein Lieblingsthema. Trotzdem interessiert es natürlich die Fans mit der anstehenden Transferperiode im Winter. Wie groß ist das Budget für neue Spieler? Jetzt hast du eben skizziert, wie groß die Einnahmeverluste waren. Ist da überhaupt noch Budget da? Budget ist immer da und für alles da. Aber die Frage ist, wird es jetzt investiert oder gehen wir damit in den Sommer? Und ich neige dazu und ganz sicher jeder, der von Sport mehr Ahnung hat als ich, also vor allen Dingen Krösche und sein Team, zu gucken, was kann im Sommer gemacht werden. Das sind die besseren Zeitpunkte für Transfers und ganz sicher auch die, so wie sich der Markt entwickelt, die größeren Chancen tätig zu werden. Und dann müssen wir sehen, unser Kader ist relativ groß. Ich würde eher immer den Blick darauf wenden, was können wir noch machen, um den einen oder anderen abzugeben. Mhm. Und dann wird die sportliche Leitung Vorschläge machen. Ich würde die Notwendigkeit nach großen Transfers aktuell gar nicht sehen. Warum?
Also ich glaube, wir tun auch gut daran, nach unserem Spielkonzept die Verantwortung auf viele Schultern zu verlagern. Du hast ja auch gesagt, dass bei diesem ganzen Thema Fans ja auch ganz wichtiger Faktor sind. Und wir sagen jetzt einfach mal provokant, die Eintracht hat gerade ein Fanproblem. Wenn man sieht, dass ja die Kapazität schon arg runtergeschraubt ist durch die ganzen Bestimmungen und dann die Stadien oder das Stadion eben nicht ausverkauft ist. Was geht da einem Axel Hellmann durch den Kopf? Jetzt bei dem letzten Spiel gegen Leverkusen finde ich es gar nicht so überraschend, weil schon viele Menschen das Gefühl haben, dass Menschenansammlungen in ÖPNVs und an anderer Stelle vielleicht nicht in die Landschaft passen. Ich habe mich vorher ein bisschen gewundert, vor allen Dingen über die niedrigen Abrufzahlen der Dauerkarteninhaber. Wir müssen das relativ klar und offen feststellen. Aktuell werden wir wirtschaftlich stabil gehalten von unseren Businesskunden und unseren Logenkunden, die, wenn sie kommen können, auch da sind. Da ist die Treue im Moment mit am größten und helfen uns auch am meisten durch die Krise durch. Was diese reduzierte Abnahmebereitschaft im Dauerkartenumfeld anbelangt, sind wir selber ein bisschen überrascht, dass das so ist. Und ich habe doch keine Idee, woran das liegt. Naja, Ideen habe ich viele und ich glaube, es gibt auch eine vergleichsweise einfache und ein paar komplexere Erklärungen. Man muss auch sagen, Eintracht Frankfurt war immer nicht nur ein Fanerlebnis, sondern es war ein Fangruppenerlebnis. Mhm. Die Menschen sind zu uns gekommen, nicht oder gar nicht so sehr alleine, sondern die haben sich getroffen mit ihren Freunden, mit ihren Fanclub-Partnern im Umland, in den verschiedenen Orten, Dörfern, aber auch an Kiosken auf der Schweizer Straße. Und dann war das immer so, man glüht ein bisschen vor, nimmt am Kiosk noch den einen oder anderen Shoppen und dann geht man zur Eintracht. Man muss ja sehen, diese Rahmenbedingungen sind viel, viel schwieriger geworden. Und gerade dort, wo Busse, also Fürth im Odenwald zum Beispiel, die kommen mit jedem Heimspiel mit einem eigenen Bus, das ist alles viel schwieriger geworden, weil du das nicht planen kannst. Und ihr müsst noch mal den Ablauf sehen. So wie im Moment die Lage ist, auf der Verordnungssituation, die wir haben, kriegen wir einen Bescheid in der Regel eine Woche vor dem Spiel. Dann musst du vertraglich erstmal den Dauerkarteninhabern 2 Tage die Möglichkeit geben, ihre Karte zu nehmen. Dann den Mitgliedern 2 Tage und dann bleibt noch 1 oder 2 Tage bleiben noch für den freien Verkauf. In Köln ist das anders. Die können über Monate planen und wissen, da sind die Spiele. Wenn du jetzt hingehst und sagst mit meinen Kindern, ich will die Eintracht sehen, dann ist das für dich auch logistisch gar nicht machbar innerhalb von 2 Tagen. Das heißt, es paaren sich 2 Themen. Das Gruppenerlebnis, das wir hatten im Fanclub, das Gemeinschaftliche, ist weggefallen. Die Ultras sind nicht da mit dieser wahnsinnig auch anheizenden Stimmung. Und dann für die als Familienväter, die ein bisschen planen müssen, wer bleibt zu Hause, wer geht mit, wie besorge ich die Karten. Da kommen viele Probleme zusammen. Und ich glaube, unser Umfeld ist da spezieller, viel mehr auf das Gesamterlebnis Eintracht Frankfurt ausgerichtet, als nur auf, ich will die Eintracht und die Mannschaft auf dem Rasen spielen sehen. Das halte ich schon für fundamentale Probleme. Phil, wie hast du das in dem Umfeld so erlebt? Was waren da die Punkte, die häufig gefallen sind? Warum die Leute gesagt haben, nee, Stadionbesuch ist für mich einfach gerade keine Sache? Ja, es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Ansätze, die ich auch in meinem privaten Umfeld erlebt habe. Tatsächlich von diesem schlechten Gefühl, gerade irgendwo hinzugehen, wo viele Menschen sind. Bis hin zu dem, muss man ja auch ehrlicherweise sein, nicht so guten Fußball, den die Mannschaft zu Saisonbeginn gezeigt hat. Das ist dann auch sicherlich ein Faktor. Vielen fehlt auch einfach dieses Stadionerlebnis als solches, weil eben die, ich finde den Begriff übrigens ganz schlimm, organisierte Fanszene, als ob die anderen nicht organisiert wären, aber weil die Ultras halt nicht da sind. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, bei denen ich nie gedacht hätte, dass die heute zu mir Sätze sagen wie, ach, Stadion habe ich gerade irgendwie nicht so Bock. Mhm. Also das ist ganz komisch. Die Gründe sind extrem vielschichtig. Wichtig ist aber, glaube ich, für die Eintracht, für euch, dass ihr diese Leute auch emotional wieder einsammelt, bevor sie euch abhanden gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, echt auch eine Aufgabe, die ihr habt in der kommenden Zeit, in den nächsten paar Jahren, weil du kriegst sie nicht über Nacht wieder eingesammelt, dass ihr weniger von diesem Gedanken, wir sind gerade im Zuge der Internationalisierung, wir gucken von Abu Dhabi bis New York, sondern ihr müsst die Leute jetzt erstmal wieder einsammeln von Waldmichelbach bis Hofgeismar. Ja? Weil das sind die Leute, die Eintracht auch ausmachen, die Eintracht auch leben. Und da ist es jetzt tatsächlich die Situation so, glaube ich, dass ihr erstmal diese Basis wieder schaffen müsst für dieses Stadionerlebnis.
wird eine der ganz, ganz schwierigen Aufgaben der nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre sein. Das hast du gerade schon angedeutet. Aber Axel Hellmann hat sich ja nie so richtig um auch schwierige Aufgaben in seinem Arbeitsbereich gedrückt. Und wir haben mal versucht, den Weg von Axel Hellmann zu dieser Position, in der er sich jetzt befindet, aufzuzeichnen. Und Florian Nass ist ins Archiv gegangen und hat tatsächlich eine Aufnahme gefunden. Die ist schon ein ziemlich altes Stück Filmgeschichte, möchte ich fast sagen. Es ist der 27. Oktober 2002. Ganz offensichtlich ein etwas windiger Tag im Waldstadion. Auf der Tribüne sitzt der 31-jährige Axel Hellmann, damals Vizepräsident des Vereins, und Peter Fischer, Boss des EVs. Diese Beziehung wird wichtig. Und Hellmann wird es auch. Er kennt die Eintracht. Auch aus der Fanperspektive. Und zwar zunächst nicht von der Haupttribüne, sondern er steht auf der anderen Seite des Zauns. Das Ehrenamt hat es ihm angetan und die Erneuerung der Eintracht, wohlgemerkt des Gesamtvereins. Der Blick aber geht weiter. Fischer bleibt sein Wegbegleiter, vielleicht auch sein Förderer. Die Wege trennen sich nur ein bisschen. Aber aus dem Vereinsgeschäftsführer wird ein Vorstand der AG 2012. Jetzt ist es Business. Mit Axel Hellmann verliere ich ja nicht nur meinen besten Mann im Verein, einen Freund, einen hohen Vertrauten, einen loyalen, an meiner Seite hinter und vor mir stehenden Menschen. Hellmann steht nun für die Marke Eintracht. Er macht sie modern. Das werden auch Kritiker anerkennen, die ihm vermutlich immer mangelnde Fußballkompetenz vorhalten werden, aber die verkennen, dass dies in Frankfurt auch gar nicht sein Kerngeschäft ist. Hellmann erlebt den größten Erfolg der Eintracht seit Jahrzehnten hautnah mit. Den Pokalsieg 2018, dass Peter Fischer an seiner Seite ist, das ist natürlich Ehrensache. Ich will fragen, wie die Nacht war. Der Stimme nach zu urteilen, sehr kurz. Kurz, aber ich muss meine Stimme schonen. Ich muss noch reden. Wo? Vor, nachher im Römer noch? Offizielle Rede vom Vorstand? Trinke ich jetzt noch 5 Pilz und dann ist die Stimme wieder geölt. Easy. Axel Hellmann ist ziemlich angekommen. 19 Jahre nach diesem windigen Tag auf der Baustelle Waldstadion. Da waren noch ein paar schöne Sachen dabei. Axel, wir haben es gerade gehört, du standst eigentlich auch mal auf der anderen Seite des Zaunes und 5 Bier trinkst du auch mal ganz gerne, wenn es der Anlass hergibt, haben wir gehört. Bist du manchmal oder wärst du manchmal lieber auch wieder mittendrin in diesen Blöcken mit den Fans? Also jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe einen guten Freund, einer meiner besten, Jörg Strehler. Und der hat immer für mich auf der Gegentribüne einen Platz reserviert und zwar relativ... Bis heute? Ja, bis heute. Und ich habe ihm immer gesagt, wenn ich irgendwann mal ausscheide, will ich diesen Platz bei ihm haben, weil Gegentribüne, da hat der Heribert immer gesagt, wenn die Becher geflogen sind auf die Gegner, die dann die Ecke gespielt haben, so nah ist das, da hat er immer gesagt, Axel, das sind deine Leute, regel das mal, das sind deine Leute, was natürlich nicht ganz stimmt, aber ehrlicherweise kenne ich da viele und ich würde auch nicht für alle meine Hände ins Feuer legen, dass die Finger weg vom Becher haben. Also ich habe da immer einen Platz und ich sehne mich danach, sage ich ganz ehrlich, mal wieder ein Spiel der Eintracht zu sehen, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken machen zu müssen, sondern einfach, du hast vorher 3 Bier getrunken, sitzt dann da. Du kannst genauso dummes Zeug erzählen wie alle anderen da und über den Fußball fachsimpeln und dich aufregen und der Kostic und der Costa und was alles. Da. Das würde ich gerne einfach mal wieder machen und dann mir nicht Gedanken darüber machen, kriegt es einer mit und es ist irgendwie vielleicht political correct. Das Schöne ist, wenn man Axel Hellmann so ein paar Jahre erlebt, auch abseits mal der Kameras und wenn die Mikrofone aus sind, dann weiß man sehr genau, wie viel Fankurve noch im Vorstand steckt. Und das gibt einem irgendwie auch ein sehr wohliges Gefühl als Berichterstatter des Vereins, bin ich sehr ehrlich. Ja. Voll schöne Geschichte mit diesem reservierten Platz, das ist super. Ja, genau, das wollte ich hier nochmal hinstellen. Axel, bevor das jetzt so lange abgefilmt wird, wir haben uns so ein bisschen gefragt, persönlich weiß man recht wenig über dich und wir wollen einfach mal ein bisschen was erfahren. Lass uns noch mal hier rüber gehen, um ja noch mal hier vom Sportlichen zum privaten Axel auch räumlich zu wechseln. Das ist hier eine entspanntere Atmosphäre auf der Couch. Verlassen wir die 2 Jungs mal am Tisch. Wir spielen Sätze vervollständigen. Also ich fange an und du vollendest einfach charmant und kurzweilig. Also zur Entspannung mache ich am liebsten? Kochen. Ach wirklich? Ja. Was so? Idealerweise asiatisch. Aber kochen, wunderbar, zum Runterkommen. Okay, und wenn ich jetzt sage, wenn es ums Plätzchenbacken geht, findet ihr mich? Eher auf der Couch. Okay, es wird gekocht, aber nicht so gern gebacken. Ja. Sehr gut. Stundenlang lesen könnte ich? Überall, wenn es die Zeit erlaubt, idealerweise am Strand. Auch Romane oder was sind so deine schönen? Biografien, Romane, also lesen, wunderbar. Biografie-Tipp?
Nelson Mandela muss man gelesen haben, halte ich für eine Pflicht. Aber ehrlicherweise auch finde ich auch Sebastian Vettel sehr spannend. Schön. Wenn ich mal nicht Fußball im Kopf habe, beschäftige ich mich mit? Der Eintracht. Und nicht Eintracht und nicht Fußball? Dann auch sehr mit der sportlichen Entwicklung meiner Söhne, die beide Fußball spielen. Ja, und das sehe ich auch, der Älteste steht beim FSV Frankfurt im Tor, spielt U17 Bundesliga, finde ich sehr spannend. Wie alt ist er denn? 16, wird 17. Sehen wir denn bald mal hier dann auch? Das weiß ich nicht, das liegt an euch. Total talentfrei bin ich im... Boah, da gibt es so viele Sachen, wo ich... Also ich sag mal, am peinlichsten war es beim Bowlen in meinem Leben, glaube ich. Ja, da bin ich total talentfrei. Ansonsten überlasse ich das Handwerken lieber anderen Menschen. Meine Freunde sagen über mich. Kannst du dich 100% drauf verlassen? Manchmal ist weniger mehr, also vom, glaube ich, vom Auftritt. Aber ich glaube schon durch dick und dünn. Schön. Von Fußballern, die modisch den Swag aufdrehen, halte ich? Nicht viel. Wenn ich mich mal so richtig aufrege, hängt das meistens an? Ist zu privat. Komm, jetzt sitzen wir extra hier. Nein. So in der lauschigen Ecke. Nee, dann habe ich schlecht gekocht. Ich hake nicht weiter nach, nicht, dass es noch zu Schlimmerem führt hier. In Weihnachtsstimmung komme ich? Sehr schnell, weil ich eine Lebensgefährtin habe, die das zelebrieren kann wie niemand sonst. Und ich bin da auch ziemlich heimelig veranlagt. Im Hause Hellmann ist jetzt schon so richtig, ja, mit steht, Tannenbaum steht ein und Baum, dekoriert. Adventskranz ist alles da. Leuchtet Plätzchen auch sind so? Gebacken. Ich war auf der Couch, aber Plätzchen sind da. Sehr gut. Und die Weihnachtsgans ist dann deins. So ist es. Alles rund um Weihnachten wird wirklich hochgelebt. Axel, abschließend, wenn ich einen Wunsch zu Weihnachten frei hätte, wäre das? Gibt es nur einen einzigen, kein Corona mehr, weg von der Pandemie hin zum normalen Leben für alle Menschen und Gesundheit für alle. Ich glaube, da schließen wir uns alle drei an, oder? Ja, da kannst du sicher sein. Die sitzen da so einsam, gehen wir noch mal kurz zurück. Ja, und wir haben noch jemanden, der uns Grüße übermittelt hat. Und zwar hast du den eigentlich gestern noch gesehen, aber ich weiß nicht, ob er dir das gesagt hat, was wir heute von ihm noch mal persönlich per WhatsApp als Nachricht bekommen haben. Zuallererst, lieber Axel, Glückwunsch für das Spiel gestern. Ich muss sagen, leider eine top zweite Halbzeit von euch. Habt ihr natürlich hochverdient gewonnen und da werden wir natürlich auch unsere Lehren draus ziehen und werden das hier in den nächsten Spielen dann hoffentlich ähnlich so machen wie ihr. Darüber hinaus, auch für dich gilt es natürlich erstmal Glückwunsch für deine Karriere, die du jetzt schon hingelegt hast bei der Eintracht. Klein angefangen, glaube ich, in der Amateurabteilung, jetzt bist du der Chef von Eintracht Frankfurt und du leitest den Club gut, vertrittst ihn auch gut bei vielen Sitzungen. Ich weiß, du hast immer eine gute Meinung. Und ich weiß auch, dass du noch hohe Ziele hast in deinem Leben, noch mal ein Stück weiterzukommen, aber mehr möchte ich gar nicht verraten. Und freue mich auch drittens dann noch auf die nächste, auf den nächsten Abend, den wir hoffentlich dann mit unseren Kollegen dann verbringen, wie am Samstagabend in Frankfurt auch. Dann werden wir auch in Leverkusen euch natürlich auch einladen und werden natürlich dann auf unseren Heimsieg natürlich dann auch wieder das Glas erheben. Alles Gute. Ah ja, also da ist er schon mal optimistisch, dass es dann die Retourkutsche gibt beim Rückspiel auf jeden Fall. Nur ganz kurz, wir sind nämlich am Sendungsende. Wir machen aber übrigens gleich auf YouTube live noch weiter. Also die Fernsehzuschauer sind dann gleich mit der Sendung hier am Ende, aber dann machen wir noch ein bisschen länger. Da war ganz kurz zu Rudi Völler. Ich finde, die Lichtgestalt, die wir aktuell haben, der ruht so in sich selbst. Und das hat alles Hand und Fuß. Und zum fußballerischen Sachverstand traue ich mich gar nicht, was zu sagen. Aber das ist jemand, der wird dem Fußball so brutal fehlen. Das kann man gar nicht in Worte packen. Okay, also du freust dich schon wieder auf die Begegnung, ja. Wenn ihr dann zurückkommt. Und Phil, das sind ja schöne Worte. Wir werden gleich noch mal drüber reden, was da noch alles so dahinter steckt. Rudi Völler, sein Gesamtwerk, fußballerisch, auch in dieser Funktion. Einer der authentischsten Typen, finde ich, im deutschen Fußball. Und noch dazu ein gebürtiger Hesse. Ja. Weil hat er nie für die Eintracht gespielt. Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Ja. Ja, und damit sind wir mit unserer Fernsehsendung am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Morgen gibt es dann wieder den Hessenschau Sport um 17.55 Uhr. Aber alle anderen können gerne dabei bleiben. Wir machen jetzt auf YouTube live noch weiter und wollen natürlich auch noch die ein oder andere Frage zu dem stellen, was Rudi Völler eben auch noch geäußert hat. Wir sagen erstmal danke auf diesem Weg. Nächsten Montag gibt es natürlich noch mal wieder ein Heimspiel, das letzte dann für dieses Jahr. Und wir sagen kurz tschüss und kurz tschüss, schöne Adventszeit, genau, und machen gleich weiter.
Jetzt dürfen wir weitermachen, Axel, natürlich. Also, du musstest eben auch schmunzeln. Was meint er? Hohe Ziele? Wer will er nicht sagen? Ist die Kamera aus? Erwartung? Warte mal, wir können kurz ausmachen, aber den Ton lassen wir an. Ist das in Ordnung? Nee, als jetzt die Frage kam am Abend, wer übernimmt denn eigentlich die ganzen Ämter, DFB, DFL, hat der Rudi gesagt, ich soll mal meinen Hut in den Ring werfen. Ich habe aber gesagt, wenn es irgendwann mal auch andere Optionen gibt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, auch mal hier in der Stadt Frankfurt was zu machen, also raus aus der aus dem Sport, rein in die Politik. Ich habe ihm das erzählt, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass er daraus große Ziele macht und das öffentlich auch noch erklärt, war jetzt nicht abgesprochen. Deswegen muss ich mal die Bälle flach halten, aber ich wollte ihm eigentlich nur eine Absage geben auf die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie nicht vorhabe, DFB-Präsident zu werden. Das wollte ich jetzt gerade fragen, das wäre ja auch gleich Bundeskanzler. Ja, Moment, das heißt, du willst Oberbürgermeister werden? Ich habe es ja schon mit 18 gesagt, also als ich irgendwie da in der Abi-Zeitung nach meinen persönlichen Zielen gefragt bin, habe ich gesagt, ich will mit 40 will ich Präsident der Eintracht werden. Das hast du damals echt gesagt? Doch, das steht in der Abi-Zeitung. Nein. Doch, mit 50 Oberbürgermeister und mit 60 Bundeskanzler. Als Lebensziel, Berufsziel. Hat sich eins davon verändert oder keins? Ja, der Bundeskanzler. Also natürlich haben die alle gelacht und das wurde dann irgendwie auch vorgestellt quasi bei uns auf der Abi-Feier, wer welche Ziele hatte, haben natürlich alle gelacht, weil alle wussten, dass ich militanter Eintracht-Fan bin. Nachdem wir uns dann getroffen haben, so glaube ich 25 Jahre nach Abitur, hat dann keiner mehr darüber gelacht. Ja? So, jetzt bist du 50, das heißt, das nächste Ziel, der Oberbürgermeister, der muss dann da zeitnah kommen. Wir haben aber einfach trotzdem noch mal behauptet, und als Oberbürgermeister wärst du dann ja auch weiterhin mit Frankfurt endless in love. Das wird sich nicht verändern, oder? Was nicht heißen soll, dass du dein restliches Leben in diesem Verein verbringen musst. Nee, aber ich würde nie, glaube ich, also da hat mir auch der Heribert immer gesagt, sag niemals nie, aber ich kann mir nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu arbeiten. Mhm. Weil da hätte ich auch andere Dinge, die ich gerne im Leben noch machen würde. Also ich werde die Region jetzt nicht verlassen. Ja, Oberbürgermeister, Kanzler. Ja, Kanzler kannst du ja auch nicht werden, dann müsstest du ja wirklich die Region verlassen. Ja. Das ist ja damit also, auch ausgeschlossen. Lass jetzt mal das Ganze hat einen Augenzwinkern gehabt. Nicht, dass die Schlagzeile bei euch ist, Hellmann will Kanzler werden. Na, oder Oberbürgermeister, ja. Das ist doch klar. Nee, das wäre schon. Ihr habt mich schon bestraft, mit dem Bild habt ihr mich schon genug bestraft. Komm, ich wechsle hier mal. Ich wechsle hier mal. Das kann ich nicht zweimal hören. Ja, sehr schön. Ist nachvollziehbar, dass dich beim Abiball keiner ernst genommen hat. Ne? Komm du mir noch vor die Tür. Aber Axel, rückblickend noch mal. 20 Jahre Eintracht, mit 30 bist du eingestiegen als Vizepräsident, glaube ich, ja, damals. Korrekt, ja. Wahnsinn, 20 Jahre jetzt da. Wie blickst du zurück? Was war vielleicht so der schönste Moment? Es gibt verschiedene und es sind unterschiedliche Phasen. Also man kann sowohl die schwierigen Zeiten als auch die herausragenden benennen. Die schwierigen muss man erklären. Wer bei der Eintracht in seinem ersten Jahr in die Fastinsolvenz gekommen ist, also in den Strudel, Lizenzentzug und die ganzen Themen, die da dran liegen, der wird sehr demütig, was danach die Ausgabenpolitik und die Möglichkeiten anbelangt. Es gibt ja heute Menschen, die kommen zur Eintracht und kennen nur die letzten 10 Jahre seit quasi dem Wiederaufstieg und sagen, wir sind ein Bundesligist und für die Ewigkeit und eigentlich spielen wir die Hälfte der Jahre europäisch. Das ist aber in meiner Wahrnehmung anders. Ich habe den Verein erlebt als sehr klein, als umsatzschwach, als zerstritten. Mhm. Und deswegen ist das, was wir heute erleben, ein Präsidenten, der wie eine große Klammer in diesem Verein wirkt, mit 96.000 Mitgliedern. Es ist auch ausreichend Geld da, um die ganzen 52 Sportarten bei uns stattfinden zu lassen. Eine Mannschaft, die Tore schießt, Bayer Leverkusen schlägt, europäisch spielt, das ist für mich immer etwas Besonderes und wird es immer bleiben. Und das ist eigentlich, wenn du die Momente herausziehen willst, es gibt natürlich den Pokalsieg 2018, das würden viele sagen, aber ich finde die Niederlage in London bei Chelsea eigentlich den größeren Moment. Weil du gesehen hast, wie dieser Club, welche innere Kraft er hat, auch im Moment einer Niederlage. Ja. Es gibt wenig Clubs, die dann so einen, das können vielleicht noch die Kölner empfinden, aber es gibt wirklich wenig Clubs, die eine solche Wucht auch in der Niederlage entfalten. Und das ist das, was, wenn ich mal so meine Augen schließe und so auch in der pandemischen Situation, als viel weniger ging, habe ich diese Bilder im Kopf gehabt, ganz viel Chelsea im Kopf gehabt. Mhm. Wir haben eine Frage, weil wir gerade bei der Euroleague sind und bei Gegnern. Und zwar hat Game TV 420, was auch immer das bedeuten soll, vielleicht habe ich jetzt auch Werbung gemacht, ohne es zu wissen. Gute Axel, was ist dein Wunschgegner fürs Achtelfinale? Es ist ja kurz vor Weihnachten, da darf er ruhig mal Wünsche äußern. Barcelona.
Gar nichts, aber die spielen gegen Neapel und da wird die Luft schon dünn. Das Problem aber ist, dass der andere Wunschgegner von Axel Hellmann leider in der Champions League weiterspielt, nämlich Manchester United. Das ja, wäre genau auch eine schöne Nummer. Also ich habe gesagt, für mich gibt es ja so wirklich Clubs für die Ewigkeit. Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United. Das sind ja Clubs, also da sind wir wieder bei der Anfangszeit, als ich da stand bei der Gründung der Fan- und Förderabteilung. Da waren wir irgendwo auf so einer Skala von Gütersloh, Meppen bis, ich glaube, irgendwann haben wir dann auch in Erfurt gespielt, Rot-Weiß Erfurt. Das ist, wenn du dann siehst, dass du in einem Pool Clubs ziehen kannst, der ganz großen Kategorie, dann bist du elektrisiert und dann müssen wir so ein Los haben. Also ich habe überhaupt nichts gegen Sheriff Tiraspol, ehrlicherweise. Aber eigentlich müssen wir im Achtelfinale ein richtig dickes, großes Los. Ihr hättet es verdient, meinst du? Ja. Es gibt aber viele schöne Optionen. Du hast Atalanta Bergamo, die jetzt gegen Olympiakos spielen. Ja. Du hast zweimal Sevilla noch, wo man schon mal den Finalort ein bisschen kennenlernen kann, ja, im Frühjahr. Also da sind einige schöne Sachen. Aber auch Sevilla ist für mich ein großer Club. Nur total, damit man das richtig einordnet. Ich denke da nicht nur in die absolute Hyperkategorie, sondern das sind große Clubs. Guck mal, wie viele Trophäen die eingesammelt haben in den letzten Jahren und wie viel oder wie wenig wir in der Bundesliga eingesammelt haben. Großer Club. Ich merke schon, wir kommen hier ins Schwelgen. Ich würde sagen, schreibt ihr auch gerne noch mal auf YouTube euren Wunschgegner in die Kommentare. Wir schauen da auch mal drüber. Und ansonsten bedanken wir uns mal bei der Runde. Es hat großen Spaß gemacht. Die Zeit ist gerannt. Aber das ist in der Adventszeit auch oft so. Vielen Dank, dass du da warst, Axel. Sehr vielen gerne. Dank, dass du da warst, Phil. Gerne. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Oh, Mann. Ja, ich hatte Zeit heute. Ich war verfügbar. Ja, in diesem Sinne jetzt tatsächlich von uns beiden erstmal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind nämlich jetzt mal raus für dieses Jahr. Aber nächste Woche sind natürlich Janine und Sebastian hier nochmal vor Ort. Und dann kann man ja mal schauen, wie viele Punkte die Eintracht bis dahin noch in der Liga geholt hat. In diesem Sinne, euch eine gute Woche und ja, nochmal herzlichen Dank für diese sehr schöne und sehr schnelle Runde. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.